Ja, hallo Five-Fans. Ich bin hier Max von Ground & Pound TV und stehe hier mit Sascha Brinkmann. Sascha, heute Probetraining unter freiem Himmel bei gefühlten 40 Grad. Wie ist denn das? Wunderbar, war richtig gut. Nach dem Training sind wir sogar noch im Rhein-Herne-Kanal gegangen, was wir auch gleich wieder machen werden. Ja, also von wegen, das einzige Gute ist, dass das Wasser hier direkt in der Nähe ist, wo man sich dann ein bisschen abkühlen kann. Aber wie ist das denn? Bist du schon richtig heiß auf den Samstag jetzt? Ja, ich freue mich das erste Mal auf den Werner Kreisgott. Den Herrn hatte ich noch nie. Wird ein großes Vergnügen. Ja, und hast du dir schon irgendwie was, eine Taktik überlegt, was zurechtgelegt ihm gegenüber? Den Mann kann man eigentlich nur hart sein, keine Technik, einfach nur hart sein. Also du meinst, ja? Kann gut einstecken. Also du sagst von wegen, das geht dann wirklich, also es ist nicht so ein Technikding, sondern wirklich dann eher eine Herzsache. Wer mehr Herz hat, wer mehr wegstecken kann, darauf wird es hinauslaufen, also ein harter Kampf. Definitiv. Das auf, ist auf ja. jeden Fall. Das ist doch mal eine richtig gute, klare Ansage, wo ich jetzt schon selber merke, von wegen, dass mich das schon heiß macht auf den Kampf. Also wenn ich sehe, wie du bist richtig im Feuer, merkt man richtig das bei dir. Ja, momentan bin ich in guter Form. Also sehr gut. Ja? Ja. Ja, nee, also wie gesagt, also Sascha, hast du noch irgendwas, was du den Werner noch schnell auch sagen möchtest, falls er das sehen sollte? Ja, Werner, ich freue mich schon, das erste Mal mit dir im Ring zu stehen. Wir werden sehen, wer wieder gut rauskommt. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Sascha, und möchtest du noch irgendwas zu den Fans sagen, dass sie vorbeikommen sollen, oder willst du auch irgendwann grüßen? Ich freue mich, wenn alle Fans von uns, von mir, von Isa, von uns allen hier runterkommen, das gucken, weil das wird eine einmalige Superveranstaltung, die man nicht verpassen sollte. Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich. Danke. Und wünsche dir viel Erfolg, ne? Schönen Abend.